Also, Sie haben ja Nerven, muss ich sagen. Was kicken Sie mich so an? Kann ich doch nicht dafür. Arschloch. Sie haben ja ganz schöne Nerven, muss ich sagen. Wie soll ich denn das hinnehmen jetzt? Mein Mann, der forzt schon den ganzen Tag und nachts auch noch. Muss da irgendwie ein Mittel geben dagegen. Sie sagen, in Kauf nehmen, das sagen Sie so leicht. Aber wenn jetzt jeder also eine doppelte Portion von Forzen loslässt, das ist doch irgendwie nicht auszuhalten. Ich hab gehört, der Herr Schniedermeier von dem Mann hat gestern Abend mit dir geknutscht. Weiter! Ja! Ich hab gesagt, was lötest du da, nicht was flötest du da. Ich muss noch mal ganz ausdrücklich sagen, wo ich das alles schon gehört hab und mir das schon aus den Ohren rauskommt, den möchte ich doch mal ganz dringend raten, mir was sagen, was ich noch nicht weiß, verdammt nochmal. Da kann man aber auch die Nerven verlieren. Ja. Ja, ich merke, jetzt ist es richtig. Ist das ein Rohr? Ach so. Ich habe gedacht, das ist ein Waschbecken. Man kann sich ja irren, wa? Wenn einer einen Popel an der Nase hängen hat, dann soll er sich nicht über andere Leute beschweren, die vielleicht eine kleine Warze am Kinn haben oder irgendwie was anderes. Weil die sollen nicht mal an der eigenen Nase fassen. Das stimmt nicht. Und außerdem hat er mir versichert, niemand was davon zu verraten. Das alte Aas. Ich muss noch mal ganz ausdrücklich sagen, dass Leute, die mir immer wieder die gleiche Scheiße erzählen, wo ich das alles schon gehört hab und mir das schon aus den Ohren rauskommt, den möchte ich doch mal ganz dringend raten, mir was sagen, was ich noch nicht weiß, verdammt nochmal. Da kann man aber auch die Nerven verlieren. War das? Ah, wie schön. Ja, na klar, wir falten. Die kriegst du auch mal. Bist du ganz sicher, dass das kein Kuhfladen ist? Ist das süß, Küsschen? Ja. Schön. Ah, was ist denn das hier? Ein Waschbecken. Da steht drin, wie ich meine Falten loswerde. Was ist denn das? Das ist eine Kartoffel? Man kriegt da so einen totalen Schwachsinn als Antwort. Ja, eine Schraube locker haben so manche Leute. Und deswegen muss ich jetzt ganz ausdrücklich sagen, dass, wenn einer einen Popel an der Nase hängen hat, dann soll er sich nicht über andere Leute beschweren, die vielleicht eine kleine Warze am Kinn haben oder irgendwie was anderes, weil die sollen sich mal an der eigenen Nase fassen. Geil! Was, ein Rohr? Ach so. Ich hab gedacht, das ist ein Waschbecken. Man kann sich ja irren, wa? Ja, dann darf ich Sie alle ganz, ganz herzlich in der neuen Gruppe hier der anonymen Autoritätslosen begrüßen. Und ich würde sagen, bevor wir hier lange rumreden oder bevor ich lange rumrede, stellen wir uns doch einfach mal alle ein bisschen vor. Fangen wir doch einfach mal mit Ihnen an. Ich bin Seifried Schölling, ich bin Bauleiter eines Großbauprojekts und ich habe das Problem, dass schon morgens auf der Baustelle, wenn ich meine Anweisung für den Tag gebe, dass ich da nicht ernst genommen werde. Ich vermute, dass es daran liegt, dass den meisten meine Konzepte und Vorstellungen zu anspruchsvoll sind. Bei mir ist es ähnlich. Ich bin der Henning und ich bin Leiter einer großen internationalen Finanzinstitution und stelle in letzter Zeit ein großes Autoritätsdefizit fest, was mit meinem Aufstieg und den damit verbundenen Privilegien zu tun haben könnte. Ja, mein Name ist Joey, ich bin Schwergewichtsboxer und ich spüre in letzter Zeit bei meinen Gegnern eine wachsende Arroganz. Aber nicht nur im Ring, sondern auch also bei Wiege und Pressekonferenzen. Ich nehme an, dass das zusammenhängt mit meiner schweren Schulterverletzung. Ich habe es aber eigentlich schon ausprobiert. Dann würde ich sagen, vielleicht einfach mal, bevor wir weitermachen, dass wir einfach mal, um uns ein bisschen aufzubauen, unsere allgemeine Motivationsformel einfach mal praktizieren. Ja. Wir nehmen uns an den Händen. Ab morgen wird alles anders. Ab morgen wird alles okay. Ab morgen wird alles anders.